Hallo, liebe Sternenfreunde, und herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung für das Jahr 2018. Liebe und Leben im Jahr der Venus. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorff und ich möchte euch im ersten Teil des Jahreshoroskops mit den wichtigsten kosmischen Entwicklungen vertraut machen. In Teil 2 schauen wir uns dann die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres genauer an und natürlich, was euch die Liebesplaneten zu bieten haben. Teil 2 erscheint noch bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr benachrichtigt, sobald das Video online ist. Falls ihr gern eine persönliche Jahresvorschau bei mir buchen wollt, erreicht ihr mich über mein Kundentelefon und über meine Homepage. Alle Infos dazu wie immer unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier oben im Bild. Mit ein bisschen Glück könnt ihr die große Jahresvorschau auch in meiner Verlosung gewinnen. Das ist dieses Jahr mein Weihnachtsgeschenk an euch. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos und wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. Jetzt wollen wir uns die wichtigen kosmischen Entwicklungen mit den langsam laufenden Planeten genauer anschauen. Viele Energien haben sich seit dem Herbst verändert. Saturn hat das Zeichen gewechselt und seine Reise durch den Steinbock angetreten und dabei läuft er 2018 hier durch die erste Dekade des Steinbocks. Das ist ein Faktor für mehr Stabilität in der Gesellschaft. Auch Uranus verändert die Energie, denn er bewegt sich hier ab Mai und bis November vom Widder in den Stier innerhalb der ersten Dekade. In politischer Hinsicht kann das ab Mai die Stabilität erhöhen. Man ist nicht mehr so schnell bereit, Kriege anzufangen und sich in Streits und Konflikten zu engagieren. Und das ist ja dringend nötig. Die Konstellationen sind sozusagen weniger entflammbar. Das erste Vierteljahr ist allerdings noch spannungsgeladen. Uranus geht ja auch erst im Mai in den Stier und er wird von November bis März 2019 nochmal in den Widder zurückkehren und dann aber für 7 Jahre durch den Stier laufen und das bringt dann etwas mehr Frieden. Ja, und der Wunsch nach Weltfrieden ist groß. Das zeigt auch Neptun, der hier weiterhin in den Fischen steht, in der zweiten Dekade. Und der wird unterstützt durch Glücksplanet Jupiter, der läuft hier durch den Skorpion und zwar durch die zweite und dritte Dekade. Diese beiden Planeten bilden bis August 2018 einen sehr schönen Aspekt, sowohl für die Liebe als auch für den Weltfrieden. Deswegen besteht Hoffnung, dass die Kräfte des Friedens in der Welt Gehör finden werden. Pluto steht ebenfalls im Steinbock, das ganze Jahr über hier in der zweiten Dekade und er wird sich einige Male positiv mit Jupiter und Neptun verbinden. Das bedeutet, Staatsführer werden Fortschritte bei Verhandlungen machen und versuchen, mehr Stabilität zu erreichen. Mit Saturn im Steinbock gibt es verstärkte Anstrengungen, Gesetze zu erschaffen, die die Menschen und ihren Besitz schützen. Für die Liebe ist wichtig, dass der Mondknoten hier noch bis November durch den Löwen geht, und zwar durch die zweite und die erste Dekade des Löwezeichens. Das heißt, wir sind auch 2018 gefordert, kreativ zu sein und unserem Herzen zu folgen. Anschließend geht der Mondknoten dann ins Zeichen Krebs. Der läuft ja rückwärts durch den Tierkreis. Und das bedeutet, die fürsorgliche, nährende und familienbildende Kraft des Krebses wird dann hoch im Kurs stehen und das bis Mai 2020. Meine Video-Specials zu Saturn, Jupiter und Mondknoten verlinke ich euch nochmal auf der Infokarte hier im Bild. Und da könnt ihr bitte nochmal reinschauen, um euch über die Transite zu informieren. Dann haben wir 2018 noch einen sehr wichtigen Zeichenwechsel. Von April bis September wechselt Chiron erstmalig von den Fischen in den Widder. Im individuellen Horoskop schaue ich mir Chiron an, wenn es um die körperliche und seelische Gesundheit geht. Für die Welt könnte dieser Übergang bedeuten, dass sich spektakuläre neue Heilmethoden entwickeln und dass wir Durchbrüche bei der Erkenntnis haben werden, wie Krankheit und Heilung wirklich funktionieren. Ab Februar 2019 geht Chiron dann endgültig ins Zeichen Widder und bis zum Jahr 2026. Auch Lilith wird 2018 das Zeichen wechseln und zwar geht sie im August hier vom Steinbock in den Wassermann und trifft sich dann mit Mars. Das wird für manches Beziehungsdrama sorgen und dabei geht es häufig um das Spiel zwischen Nähe und Distanz. Darüber erfahrt ihr dann mehr in Teil 2 des Jahreshoroskops, wenn wir uns die Liebesplaneten näher anschauen. Zu den großen Planetenwechseln werde ich ausführliche Video-Specials erstellen. Chiron ist ein sehr interessanter Horoskopfaktor für Menschen, die sich für Heilung, Psychologie, Grenzwissenschaften und Spiritualität interessieren.
Und Uranus ist natürlich extrem wichtig, weil er Zukunftstrends anzeigt und auch im persönlichen Horoskop ein starker Antrieb ist, sich weiterzuentwickeln. Und auch Lilith ist sehr wichtig für unser persönliches Erleben, weil sie uns motiviert, uns treu zu bleiben. In der astrologischen Tradition ist 2018 ein Jahr der Venus. Ich hatte euch im Jahreshoroskop 2017 ja schon erläutert, dass das nur eine traditionelle Zuordnung ist und eigentlich keine kosmische Relevanz hat. Aber es ist eine Inspiration und sie lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Venus und damit auf die Liebe. Und das ist ja im Wesentlichen auch unser Thema. Wenn wir jetzt die Liebeschancen für 2018 anschauen, dann ist dafür vor allem der wunderschöne Aspekt zwischen Romantikplanet Neptun und Glücksplanet Jupiter zuständig. Dreimal verbinden sich diese beiden Kräfte miteinander, beginnend jetzt im Dezember und dann wieder im Mai 2018 und schließlich nochmal Ende August. Und noch bis November bleibt Jupiter ja im Skorpion, das heißt, die beiden Planeten korrespondieren weiterhin miteinander, auch wenn sie dann nicht mehr im direkten Aspekt stehen. Man kann also sagen, dass 2018 über weite Strecken viel Liebe in der Luft liegt, viel Sehnsucht, Beziehungen einzugehen und auch viel romantische Schwärmerei. Sowohl unsere persönlichen Beziehungen als auch unsere Arbeits- und Jobbeziehungen sind uns sehr wichtig. Natürlich ist auch Flirt, Spaß und heißer Sex weiterhin sehr wichtig, aber 2018 geht der Trend mehr in Richtung seriöser, verlässlicher Partnerschaften. Sexuelle Experimente und Mehrfachbeziehungen verlieren so ein bisschen an Bedeutung. Das Augenmerk geht eher darauf, mit wem man wirklich etwas aufbauen kann. Es sei denn, man kann das auch zu mehreren. Letztes Jahr hatten wir oft diese Spannung zwischen Jupiter in der Waage und Uranus im Widder. Da war man sehr experimentierfreudig und manchmal war auch der schöne Schein wichtiger als verlässliche Bindung. Doch jetzt steht Jupiter im Skorpion und wir wollen den Schatz in der Tiefe heben, in der tiefen Verbindung und auch in der Erkenntnis, dass man sich aufeinander verlassen können muss, um miteinander etwas Tragfähiges aufzubauen. Und Saturn im seriösen Steinbock will, dass wir Verantwortung übernehmen. Deshalb suchen wir nach Liebe, aber eben mit Verantwortung, also eine Beziehung, auf die man sich einlässt und in der man gemeinsame Verpflichtungen eingeht und in der beide dazu stehen können. Nebenbei bemerkt, zeigt Saturn auch an, dass väterliche Figuren hoch im Kurs stehen. Es werden sich wahrscheinlich viele Beziehungen mit großem Altersunterschied ergeben, weil man die Reife und die Weisheit des Partners schätzt. Und die Konstellationen bedeuten natürlich auch, dass bestehende Beziehungen, die liebevoll sind und gut funktionieren, jetzt Auftrieb erhalten. Man weiß eben, was man aneinander hat. In der zweiten Jahreshälfte zeigen die Liebestendenzen etwas stürmischere Zeiten an. Venus und Mars werden beide rückläufig und bilden dabei teilweise superheiße Spannungsaspekte zueinander, wobei auch die wilde Lilith und Unruhestifter Uranus noch kräftig mitmischen. Es kann also zu Konflikten kommen, bei denen es um das Thema geht, ob Absprachen eingehalten werden, ob man sich aufeinander verlassen kann. Besonders zwischen September und November sind wir geneigt, Beziehungen zu beenden, wenn der Partner unzuverlässig oder nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, denn das erscheint uns dann als Zeitverschwendung. Wir sind ja auf der Suche nach verlässlichen Beziehungen. Wer den Partner oder die Beziehung nicht ernst nimmt, steht dann plötzlich wieder alleine da. Es liegt also ganz viel Liebe in der Luft, aber wir können es uns nicht leisten, sorglos damit umzugehen. Und das hat natürlich ganz viel mit Saturn zu tun. Saturn steht im Steinbock und das bedeutet, die Zeit der Ausflüchte ist vorbei. Es reicht nicht mehr, große Reden zu schwingen. Saturn wird uns fragen, was wirst du tatsächlich tun? Was wirst du unternehmen? Was sind deine Absichten, deine Ziele und was gedenkst du zu erreichen? Wir müssen Verantwortung übernehmen, sowohl bei der Arbeit als auch in unseren Beziehungen. Und da gilt, unser Verhalten hat Konsequenzen. Wenn wir nicht die geforderte Leistung bringen, wird man uns feuern. Wenn wir unseren Partner betrügen, wird er uns fallen lassen. Wenn wir jedoch unsere Verantwortung ernst nehmen und uns engagieren, dann werden wir eine gute Beziehung haben und bei der Arbeit erfolgreich sein. 2018 kann ein gutes Jahr sein, um eine Ehe einzugehen, denn Neptun und Jupiter sorgen für romantische Stimmung und Saturn zeigt uns, dass die Ehe eben auch ein Vertrag für ein gemeinsames Leben ist. Übrigens weist Saturn auch darauf hin, dass es 2018 wohl häufig am Arbeitsplatz prickeln wird.
Wenn man eng zusammenarbeitet und dabei erfolgreich ist, und 2018 werden viele Leute erfolgreich sein, dann kann daraus Liebe werden. Denn Erfolg macht sexy. Was das Finanzielle angeht, so sind wir 2018 besonders erfolgreich, wenn wir mit anderen an einem Strang ziehen. Gemeinsame Finanzprojekte, gemeinsame Verantwortung, gemeinsame Anschaffungen in einer Partnerschaft stehen unter guten Sternen. Natürlich können wir auch als Einzelkämpfer erfolgreich sein, weil Saturn harte Arbeit einfach belohnt. Aber wir können unseren finanziellen Erfolg maximieren, wenn wir uns mit anderen zusammenschließen. Das große Geld fließt zu Gruppen aus mehreren Personen, Partnerschaften und Syndikate sind begünstigt. Der Trigonaspekt zwischen Jupiter und Neptun ist nämlich nicht nur ein Romantikaspekt, sondern auch ein wohlstandsbildender Aspekt. Wahrscheinlich wird es auch ein Jahr mit tollen Kunst- und Musikevents werden. Vielleicht entwickeln sich noch mal ein ganz neuer Musik- oder Tanzstil. Zu den Konstellationen würden auch spektakuläre Benefizkonzerte passen, bei denen sich große Popstars zusammentun, um Menschen in Not zu helfen. Auch im Privatleben werden viele Menschen Wege finden, zu helfen und andere zu unterstützen. Ich denke da zum Beispiel an die vielen, die ihre Angehörigen selbstlos pflegen oder die sich ehrenamtlich für Hilfsprojekte engagieren. Sie werden mit einem tiefen Empfinden dafür belohnt, wie sinnvoll und notwendig ihre Tätigkeit ist und wie sie sich dabei selbst spirituell weiterentwickeln. Das waren die wichtigsten kosmischen Trends für das Jahr 2018. Alles über die heißesten Zeiten mit Venus und Mars, wann die Liebe blüht und wann es kritisch für Beziehungen werden kann, wann sich spannende Mond- und Sonnenfinsternisse ereignen, wann der Merkur rückläufig wird und ob es ein Happy End gibt. Das erfahrt ihr im zweiten Teil des Jahreshoroskops mit den Liebestendenzen im Überblick. Und das Video werde ich noch bis Weihnachten veröffentlichen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr ganz automatisch benachrichtigt, sobald es online ist. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich zwei wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturnprobleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturntransit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen exklusiven Gruppe. Und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Colliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 € und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 €. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.